Licht aus. Gerade erst an. Autorisierung. Der Feind hat die Alarmstufe erhöht. Speichere nach.
Stimmt bei dir was nicht? Ich registriere noch mehr gegnerische Signaturen, Major. Dir steht eine harte Auseinandersetzung bevor. Hey, Charles. Warum kann Schock Polymer durchdringen, aber kein normales Wasser? Ist das Wasser hier destilliert oder so? Dein Wissen über Physik ist beeindruckend, Genosse Major. Aber nein, das hier ist ganz gewöhnliches Wasser. Schock erzeugt isolierte Elektrizität, die nur in einer Wolke aus aufgelöstem Polymer wirksam ist. Okay, also funktioniert es nur mit weniger dichten Substanzen, wie anderen Polymeren. Oder anderen elektrischen Feldern. Das gilt auch für weitere Fähigkeiten des Handschuhs. Zum Beispiel Erfrierung. Also ist das wie Öl und Wasser. Möge Tesla dich segnen, Major.
Speichere Daten. Wir haben jetzt Zugang zum wissenschaftlichen Testgelände, Genosse Major. An solchen Orten kannst du in Zukunft wertvolle Waffen finden. Ach, du und dein wissenschaftlicher Scheiß. Ehrliche Bürger werden durch die Aussicht auf eine rosige Zukunft getäuscht. Kein Kommentar. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns mal diese Ausrüstung an, dank der ich vielleicht den morgigen Tag erleben kann. Die Träume und Ambitionen der kühnen Wissenschaftler von Anlage 3826 kennen keine Grenzen. Sie fragen sich, wie kann ich das Leben eines Sowjetbürgers im Weltraum so angenehm wie möglich gestalten? Worauf kommt es an, damit sich ein Aufenthalt außerhalb der Erdatmosphäre normal für ihn anfühlt? Ein solches Experiment lässt sich hier im Testgelände 6 beobachten. Wird es künftigen raumfahrenden Generationen möglich sein, sich in Schwerelosigkeit Filme anzusehen? Die Antwort lautet natürlich, für einen Sowjetbürger ist nichts unmöglich. Thank you.
Thank you.
wenn das nicht Genosse Plündertschoff ist. Du wirkst bedrückt. Stimmt etwas nicht? Ja, ich habe nur das Gefühl, als hätte ich einen bösen Traum gehabt. Und dieser Typ war da. Reiß dich zusammen. Du hast lange nicht mehr geschlafen, Major. Ich habe das Gefühl, als würde ich jetzt gerade schlafen und einen Albtraum erleben. Das ist kein Albtraum. Es ist eine Illusion. Speichere da. WSP-9-Gruppen als auch als Aktor für den Generator, der das mechanische Personal des Testgeländes mit Energie versorgt. Thank you.
Die Planungsabteilung von Testgelände 6 ist zuständig für erstens Lösungsfindungen für den Bau und die Unterstützung zukünftiger Testwerkstätten, zweitens Erstellung von Bauplänen für Sanierungen, Reparaturen und den Bau neuer Gebäude, drittens Erstellung von Designspezifikationen und Kostenvoranschlägen für Bauvorhaben und viertens Aufstellung von planungsbezogenen Leistungsbeschreibungen. Vorgang auswählen. Speichere Daten.
Thank you.
Es sollte uns nicht überraschen, moderne Waffen auf zivilem Testgelände zu finden. Wissenschaft und Krieg gingen schon immer Hand in Hand. Bist du darauf programmiert, das zu denken? Sag mir so. Das ist es, was ich glaube. Auch die von dir so geschätzten Cartoons begannen als revolutionäre Informationsbeschaffungsmethoden. So bedauerlich es auch sein mag, der Krieg ist der Motor des Fortschritts. Ich weiß zwar nicht, wie ein KI-Handschuh etwas glauben kann, aber ich bin jedenfalls für Frieden. Und Cartoons. Autorisierung. Das ist die Wartungstaste für den Habicht. Wofür ist die gut? Sie bringt den Habicht zur Landung, damit er von einem Techniker gewartet werden kann. Wie lange muss er dafür am Boden bleiben? Nicht lange, wenn es zu keinem Kontakt mit einem Techniker kommt. Was hast du vor? Ich werde eine Runde auf dem Habicht drehen, um einen besseren Überblick zu bekommen. Vielleicht sehe ich ja was. Gut, und was mache ich jetzt? Mich an dieses Ding hängen? Gut festhalten. Habichte sind nicht für die Personenbeförderung ausgelegt.
Und ab geht's. Scheiße, wo bin ich? Ach, noch so ein Verlies. Das ist ein Testgelände, Major. Hier sollte es Waffen geben. Testgelände, Verlies, kein großer Unterschied. Wir sollten das Zeug finden und abhauen. Zugang gewährt. Mm-hmm.
Autorisierung. Major. Die magnetische und mechanische Werkstatt von Testgelände 1 ist zuständig für: erstens, Versorgung aller Test- und Forschungsaktivitäten mit Proben, zweitens, Herstellung externer Gehäuse für Thermal- und Kolbenmaschinen und drittens, Schleifen von gleichmäßigen und zylindrischen Oberflächen sowie Funkenerosionsbehandlung von Maschinenteilen. Music.
sehen, was du drauf hast. Autorisierung. Major Nechayev. Okay, dann wollen wir diesen Penner mal knacken. Zu den Thermalmaschinen von Testgelände 1 gehört eine Archimedes-Schraube, die von der thermischen Emission eines wärmeabgebenden Kerzeelements angetrieben wird. Die Maschinen erzeugen 2 Millionen Kilowattstunden Elektrizität im Monat. Genug, um das ganze Testgelände ein Jahr lang zu betreiben.
speichere dann. Von Testgelände 1. Um unnötige Unfälle zu vermeiden, bitte den Testbereich verlassen, sobald der aktive Testalarm ertönt. Denkt daran, ein Sowjetarbeiter achtet immer auf seine Umgebung. Das gilt insbesondere für Mitarbeiter von Anlage 3826. House music.
nicht schlecht. Um nicht zu sagen gut, Genosse Major. War das ein Witz? Auf wessen Kosten? Gehen wir weiter. Bitte den Testbereich verlassen, sobald der aktive Testalarm ertönt. Denkt daran, ein Sowjetarbeiter achtet immer auf seine Umgebung. Das gilt insbesondere für Mitarbeiter von Anlage 3826. Schlecht. Um nicht zu sagen gut, Genosse Major. War das ein Witz? Auf wessen Kosten? Gehen wir weiter. Autorisierung. Major Nechayev, Code.
speichere dann. Licht aus! Wer ist der Chef? Speichere da. Was hast du gegen den Genossen Stockhausen? Ich hab was gegen Feiglinge. Früher marschierte er im Stechschritt durch Berlin und jetzt ist er ein Vorzeigekommunist? Das ist nicht ganz fair. Genosse Stockhausen war während des Zweiten Weltkriegs Arzt und Forscher. Er war ein Professor der Medizin. Wieso verteidigst du ihn eigentlich? Ich mag ihn einfach nicht, okay? Mir doch egal, was er mal war. Ich hasse es, wie er den Boss in den Arsch kriegt. Ach, vergiss die Sache einfach. Thank you.
Speichere da. Vom Whisky-Flow quatscht den Jet zu Bruch. Der hat seinen Verstand verloren. Ich kann nicht mehr. Bitte, es reicht. Ach, armer Kerl. Schmerz ist das Letzte, an das er sich erinnern kann. So ein Pech. Ich kann nicht so viel arbeiten. Ich brauche mindestens einen freien Tag. Das muss einer der Entwickler sein, die an der Software von Kollektiv 2.0 arbeiten. Die hatten vor der Aktualisierung des neuronalen Netzwerks eine schwere Zeit. Und brutale Abgabefristen. Es ist immer dasselbe. Jetzt hast du jedenfalls alle Zeit der Welt, Kumpel. Oh, verzeih uns, Yuri. Wir haben es total Er hat es überstanden. Charles, ich frag mich, was mit ihren Stimmen los ist. Soweit ich es sagen kann, überträgt der Polymerspeicher der sprechenden Leichen einen Audiofluss durch das interaktive Sprachmodul, das im Sprachassistenten des Gedankegerätes installiert ist. Mit anderen Worten, Sie reden durch das Neurosteuergerät? Es sieht so aus. Als die Gedankesteuergeräte ursprünglich verteilt wurden, gab es erst zwei Sprachprofile. Ein männliches und ein weibliches. Darum wirken ihre Stimmen so ähnlich. Als diese Leute noch gelebt haben, haben sie natürlich ganz normal gesprochen. Aber die Bandbreite der Stimmenprofile soll erheblich erweitert werden. Hast du deshalb so eine komische, pfeifende Stimme? Es ist unhöflich, einen Mann für etwas zu verspotten, das außerhalb seiner Kontrolle liegt, Genosse Major. Ach, ich mach doch nur Spaß. Du hast einen schönen, betörenden Bariton. Ein Mann. Da ist Lenin. Genau wie beim WDNH in Moskau. In der Tat. Doch seine Statue wurde nicht von einfachen Arbeitern errichtet, sondern von Robotern, die anhand der Skizzen eines Bildhauers gearbeitet haben. Diese Methode wird immer beliebter. Interessante Tatsache. Aus der Vogelperspektive kannst du sehen, dass das Gras im Park in der Form eines friedlichen Atoms angepflanzt wurde. Aus der Vogelperspektive? Ach, was sagt man dazu? Schon wieder dieses Ding. Vorsicht! Eagle 7 Einheiten gelten als gefährlich. Ach komm schon, der ist doch richtig süß.
Machst du das bitte mal für mich? Aus der Vogelperspektive kannst du sehen, dass das Gras im Park in der Form eines friedlichen Atoms angepflanzt wurde. Aus der Vogelperspektive? Was soll es sein, Major? Vorgang auswählen. Was sagt man dazu? Schon wieder dieses Ding. Vorsicht! Igel 7 Einheiten gelten als gefährlich. Ach komm schon, der ist doch richtig süß.
ein ziviler Roboter? Ernsthaft, dieses Ding? Ein ziviler Roboter? Das müsstest du doch wissen, Major. Du hast viel mehr Erfahrung mit Kampfrobotern als ich. Ganz schön beeindruckend, was? Man sieht, dass wir an der Schwelle zu einem großen Durchbruch stehen. Wenn nur nicht überall diese Leichen rumliegen würden. Am Montag findet eine Feier anlässlich der nationalen Polymerisation und des Starts von Kollektiv 2.0 statt. Alle hochrangigen Mitglieder der Kommunität. Partei werden hier sein. Bis dahin kann ich alles in Ordnung bringen. Ich kann nur hoffen, dass dein Optimismus berechtigt ist. Oh.
Zugang gewährt. Die Alarmstufe erhöht.